also das finde ich super, Andreas, dass wir das jetzt die Corona-Krise nehmen können, um uns mal hier ein bisschen über das Museum. Jetzt haben wir die ganze Halle allein für uns und jetzt dürfen wir auch mal mitten reingehen. Dürfen wir mal hier rein jetzt? Ja. Ja? Ja, jetzt stehen wir eigentlich inmitten der Luftfahrtgeschichte von den Anfängen von Lilienthal bis zum Ersten Weltkrieg. Mit den Zwischenstationen erstes Motorflugzeug, erstes deutsches Motorflugzeug. Sollten wir nicht den Lilienthal jetzt mal im Detail anschauen? Absolut, unbedingt. Lass uns mal hier rüber gehen. Also, was braucht man eigentlich zum Fliegen? Ja, also die Leute haben am Anfang mit 4 Grundproblemen gekämpft zum Fliegen. Also wie erzeuge ich überhaupt mal Auftrieb? Wie steuere ich das Teil? Was für einen Antrieb benutze ich? Und wie lerne ich das am Ende dann zu fliegen, ohne dass ich mich selber umbringe? Weil es gab viele Flugpioniere, die sind dann irgendwann abgestürzt oder haben sich lächerlich gemacht. Der Schneider von Ulm ist ein gutes Beispiel. Der hatte schon einen ganz guten Hängegleiter auf dem Papier und der mag auch schon geflogen sein. Aber er musste halt diesen Gleiter in aller Öffentlichkeit an einer sehr ungünstigen Stelle vorführen und ist dann grandios gescheitert und ist zum Gespött der Menschen geworden. Aber Lilienthal war dann der Erste, der das systematisch angegangen ist. Er hat an Vögeln geforscht und hat vor allem die Storchenflügel genau untersucht und ist dann eben draufgekommen, dass ich eine Wölbung brauche, um Auftrieb zu erzeugen. Aber Lilienthal war ja auch ein Einzelkönner. Er hat ja niemanden anderen angelernt, sozusagen seinen Flugapparat zu fliegen. Erst später, genau. Und woher kam dann der Drang, letztendlich auch Flugschulen zu eröffnen und Ähnliches, was ja die Wrights gemacht haben, wenn ich das richtig verstehe? Genau, das ist dann schon ein Schritt weiter. Also Lilienthal musste sich erstmal sicher sein, dass er das beherrscht. Er hat ja sehr viele Flüge gemacht und die Steuerung von Lilienthal war auch sehr körperlich anspruchsvoll. Man sieht, Lilienthal ist auf keinem Bild mit Bierbauch zu sehen. Genau, nein, insofern, also garantiert nicht. Insofern muss er. Garantiert aber nicht. Aber er hatte keine Kurbelpropeller oder Ähnliches, nein, sondern gar nicht. Also, seine Sportlichkeit kam vom Flugapparat den Berg hochschleppen und dann wieder runterfliegen. Genau, das hier ist ja auch ein Modell vom ersten oder Nachbau von seinem Normalsegelapparat. Und das war tatsächlich das erste Serienflugzeug, der erste Seriengleiter der Welt. Er hat etwa zehn davon gebaut und hat die in alle Welt verkauft. Und Lilienthal hat auch schon mit Antrieben experimentiert. Aber er ist halt immer noch von den Vögeln ausgegangen und hat deshalb versucht, einen Schlagflügelapparat zu bauen. Und das haben ja viele probiert in der Geschichte und das funktioniert nicht. Wir sind nicht so gut wie die Natur und können nicht so einen Flügel bauen. Da haben wir nicht die Werkstoffe dafür. Das kann alles nicht so leicht machen. Wir brauchen ein anderes System. Lilienthal hat die Grundlagen geschaffen, aber er hat das Problem von Auftrieb auch nicht hundertprozentig gelöst. Als die Wrights dann versucht haben, das anzuwenden, haben sie gemerkt, das haut für uns nicht richtig hin. Also wir müssen nochmal einen eigenen Windkanal bauen, haben die Wrights gemacht. Das haben sie gesagt. Genau, die hatten einen eigenen Windkanal und haben das nochmal alles von Grund auf neu erforscht. Und das ist die große Leistung von den Wrights, dass sie diese 4 Grundprobleme des Fliegens, also wie erzeuge ich Auftrieb, wie steuere ich, wie treibe ich das an und wie lerne ich das zu fliegen, alles von Grund auf selbst neu erforscht haben, von der Grundlagenforschung bis zur tatsächlichen praktischen Anwendung. Und das ist eine wahnsinnige Leistung, das kann man den Wrights nicht absprechen. Das ist auch interessant für mich jetzt persönlich, weil ich habe also in Studentenzeiten fliegen gelernt, auch auf einer Cessna 152. Ja. Das, was ich gelernt habe, sozusagen, du musst immer 5 Instrumente haben, dann kannst du fliegen. Wenn du dich an deine erste Flugstunde erinnerst, stell dir vor, du kommst, du hast noch nie vorher irgendwas vom Fliegen gehört, hast noch keinerlei Übung, setzt dich in dieses Flugzeug, liest irgendein Handbuch, hast du das Gefühl, weißt du, was du machen musst, wie startest du, wie landest du, wie lange braucht man, um ein Gefühl zu entwickeln? Und das war den Wrights klar, dass ich das Fliegen erstmal üben muss. Wir haben keine Erfahrung damit letztendlich, genau. Ist nicht intuitiv. Genau. Das Wichtige bei den Wrights, bei den Anfängen war, dass die Schritt für Schritt vorgegangen sind. Sie haben erstmal einen Gleiter gebaut und haben den Gleiter auch nicht einfach fliegen lassen, die haben den an einem günstigen Ort, wo immer stetiger Wind ist, angeleint und haben einfach mal unbemannt geschaut, wie sich der verhält. Der günstige Ort war Kitty Hawk dann. Kitty Hawk, also am Meer, White Sand, wo genau. Also immer auflandigen Wind hast, genau. Gleichbleibend, praktisch eine Art Windkanalatmosphäre baut. Und der Ort liegt auch tief. Also je höher wir sind, umso dünner die Luft und das liegt relativ tief. Und das ist auch eine Theorie, warum dieser Erstflug 1903 geklappt hat, weil sie eben sehr günstige Bedingungen hatten. Ja. Und die Wrights lagen am Anfang auch in dem Flugzeug drin. Das heißt, die volle Körperfläche nach vorne. Okay. Und dann hatten sie den weichen Sand unter sich. Das heißt, wenn die mal runtergeknallt sind, haben sie mit ihrem Körper die Wucht gut abgefangen und der Sand war relativ weich. Und so konnten die Schritt für Schritt fliegen üben. Also sie haben praktisch wirklich eine dritte Dimension erobert, die uns Menschen eigentlich so normal nicht gegeben ist. Und das fast im Alleingang. Also Andreas, das ist super spannend für mich, weil da auch natürlich eine ganze Menge emotionale Aspekte da hochkommt. Und ich finde es auch wirklich toll, wenn wir als Freundeskreis dazu beitragen können,
vielleicht durch das ein oder andere Projekt, dass diese Geschichten zum Leben erweckt werden. Und ich habe auch schon einen kleinen Anschlag vor. Wir haben nämlich ein Original Lilienthal Normalsegelapparat, der noch die Zeit überdauert hat. Das ist einer von 4 erhaltenen Gleitern. Wir brauchen zum Beispiel eine tolle Vitrine für sowas. Wir müssen das so ausstellen, dass das Objekt immer noch geschützt ist bei möglichst wenig Licht und dass wir es möglichst für die Ewigkeit der Öffentlichkeit präsentieren können. Ja, jetzt sind wir schon unglaublich tief eingetaucht. Magst du mir noch mal bis zu dem Blériot erzählen? Ja, die Blériot 11 war so das erste Flugzeug, das die Auslegung von einem Flugzeug hat, wie wir es bis heute noch haben. Und auch die Steuerung. Blériot hatte schon einen einzelnen Steuerknüppel, wo ich also alles und die Fußsteuerung für das Seitenruder, das so noch praktisch genauso ist, wie wir es heute haben. Später kam dann nur noch das Horn und die Cessna-Steuerung. Aber im Prinzip dieser Steuerknüppel, der war schon von Louis Blériot erdacht. Und das, der Knüller an dem Flugzeug ist, dass mit diesem Typ, also nicht genau mit diesem Flugzeug, mit diesem Typ ist der erste Mensch über den Ärmelkanal geflogen. Und allein dieser Flug hat dieses Flugzeug so berühmt gemacht und auch Blériot berühmt gemacht. Waren diese Piloten damals Stars oder sind die im stillen Kämmerlein über den Ärmelkanal geflogen? Wie war das damals? Also es war damals natürlich eine Riesensensation, wenn ein Flugpionier was vorgeführt hat. Also ganz am Anfang gab es ja auch viele Falschmeldungen. Das war menschenmassentauglich, das waren Events. Oder? Als die Leute das mal geglaubt haben oder spitz gekriegt haben, dass einer da erfolgreich fliegt, sind die zu Tausenden hin. Als die Wrights zum Beispiel zum ersten Mal dann über den Atlantik kamen und das in Frankreich vorgeführt haben, ihr erstes Flugzeug, da waren kaum Besucher da, weil die Wrights noch als Hochstapler galten. Das heißt, weil man nicht zugetraut hat, dass einfache Fahrradmechaniker Flugzeug entwickeln können. Als sich die Nachricht verbreitet hat, dass die tatsächlich fliegen, sind die zu Tausenden hingestürmt. Und dann war das auf einmal, sind die gefeiert worden wie Popstars. Also für mich als Freund des Museums ist es natürlich wahnsinnig spannend, von dir hier an einem Ort die Meilensteine des Fliegens präsentiert zu bekommen und vor allen Dingen unter dem modernen Wort der Sprunginnovation zu sehen, dass innerhalb von, sage ich mal, 10, 15 Jahren mit Lilienthal, Wright und Blériot eigentlich alles da ist. Und eigentlich steht vor meinem Auge jetzt hier ein Airbus A330, der ja genauso aussieht. Da ist alles da, was da jetzt hier auch steht. Es ist wirklich eine wahnsinnig eng begrenzte Zeit, in der im Prinzip die Fliegerei und das Wissen um die Fliegerei explodiert ist. Genau. Und das sehen wir alles hier. Das Handwerkszeug war alles schon da und war alles erdacht.